36 Grad, es wird noch heißer. Wir kennen ja alle diesen Song, aber in diesem Fall stimmt das auch, denn 37 Grad erwarten uns dann bereits am Montag. Denn am Samstag dehnt sich unser Hitzehochleander von Frankreich her zu uns aus. Im Norden haben wir es aber immer noch mit einer mäßig warmen Westströmung zu tun und da sind an der Ostsee ganz vereinzelt kurze Regenschauer möglich. Windig ist es obendrein nach Westen und Südwesten hin, aber wolkenloser Himmel bei 14 bis 15 Sonnenstunden, also hier das astronomisch zu dieser Jahreszeit maximal mögliche. Im Norden angenehme Temperaturen, aber im Süden bereits heiß bei 30 bis 32 Grad. Am Sonntag liegt Leander genau über Deutschland und dann haben wir es mit spanischer Backofenhitze zu tun, die da auf uns zukommt. Und obendrein gibt es auch noch einen Saunaaufguss, das heißt, da wird es richtig drückend schwül. Am Samstag bereits mit einer starken Schwülebelastung im Süden. Am Sonntag dehnt sich das Ganze gegen Nordosten aus. Zum Teil ist die Schwülebelastung schon sehr stark und zum Montag hin sogar extrem. Deutlich angenehmer bleibt es allerdings im Nordosten. Das heißt, nach Westen hin und nach Süden hin ist es da wirklich mal Zeit für eine Siesta bei bis zu 34 Grad am Sonntag. Am Montag bis zu 37 Grad, also Vorsicht vor dieser Hitze. Und am Abend kann es im Westen und auch über den Alpen erste heftige Hitzegewitter geben.